Wir sind hier im Krummen Wald bei Gryfino in Polen an der Oder und haben uns jetzt hier diese deformierten Kiefern angeschaut, die wahrscheinlich menschlichen Ursprungs sind. Wahrscheinlich wurde 1934 hier eine Kiefernanlage gepflanzt und die Bäume bewusst so deformiert. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ja, nach dem kurzen Zwischenaufenthalt hier in dem krummen Wald bei Gryfino fahren wir jetzt weiter an die polnische Ostseeküste nach Weber. Hallo Freunde, wir sind angekommen in Weber. Ja, die Fahrt war ein bisschen aufregend. Ja, die Autobahn nach Danzig ist noch nicht ganz fertig. Man musste eben ab und zu mal runter auf Landstraßen und auch mal Dorfstraßen. Aber ansonsten sind wir froh, jetzt gegen 17 Uhr angekommen zu sein. Den ganzen Tag war es bedeckt, jetzt sind wir hier und die Sonne scheint. Das ist schön. So soll es sein. Da haben wir auch eine Hafeneinfahrt von Weber. Da hinten eine kleine Mole. So, sieht doch ganz passabel aus hier. Schöner breiter Strand. Passt. Willst du nicht deine Füße baden, so wie ich das mache? Ist aber richtig stürmisch hier, du. Auch noch kein Sturm. Nee, Sturm noch nicht, aber windig. Wir gehen jetzt hier an der Küste weiter und dann schauen wir mal, dass wir den Zugang finden zu unserem Campingplatz. Wahrscheinlich müssen wir da fast bis zu diesem weißen Zelt gehen. Und wir sind gleich am Auto. Angekommen. Angekommen. Wir sind jetzt den dritten Tag hier in Weber an der polnischen Ostseeküste. Und wir fahren jetzt mit unseren Rädern zum Słowiński Nationalpark. Eintrittskarte haben wir gelöst und jetzt fahren wir in den Park hinein. Schön ruhig hier. Ja, es ist ein toller Wald, finde ich. Und die Vögel singen. Im Hintergrund sind schon die ersten Dünen zu sehen. Ja, und hier sehen wir einen Offizier, der eine NVA-Uniform trägt. Man erkennt es daran, dass die Pickel hier nebeneinander sind. Normalerweise hat der Hauptmann hier einen Pickel und da einen Pickel. Der Leutnant hat keine Sterne. Also, ein bisschen fake. Und die Stiefel sind auch nicht original, weil sie innen Reißverschlüsse haben. Ja, und das ist noch ein Haufen Schrott hier. Sind wir etwa schon da, nach über 7 Kilometern? Die Schulklasse, die wir überholt haben, die ist jetzt hier angekommen. Also jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass es hier Unterricht gibt. Auf Polnisch natürlich. Ja, es geht schon kräftig hoch hier. Kommt man schon mal ins heftige Atmen. Ja,
Schön windig hier oben. Beeindruckend hier, nicht? Ja, ist vielleicht schon so ein Anflug von kurischer Ernährung, oder? Das könnte so sein, ja. Das ist da, glaube ich, auch so. Aber schön hier. Hier der Wald mit den Buchfinken. Aber ganz oben, da bläst der Wind wie verrückt, ja? Und hier auf der Leeseite, wo kaum Wind ist, ist gleich angenehmer. Und der Sand ist hier auf der Südseite schön heiß. Wenn man dort mit dem Fuß richtig tief eindringt, kriegst du richtig heiße Füße. Du. Wir verlassen jetzt die hohe Düne, bleiben aber noch im Slowinski-Nationalpark. Da fahren wir mal den halben Weg wieder in Richtung Grabba zurück. Und dann nach links einen Haken. Da ist noch mal ein Weg, ein befestigter, der dann zur Ostsee führt. Und den werden wir dann fahren und dort an der Ostsee machen wir dann eine Rast. Na Otti, das war schon ein erhebendes Erlebnis, was? Ja, das war schon beeindruckend, das stimmt. So weit oben auf der Düne konnten wir endlich mal auf die Ostsee herabschauen. Ja. Aber wohlwollend natürlich. Hier ist der Abzweig. Jetzt sind wir gleich da. Und die Mücken kommen schon wieder hier. Wir haben es geschafft. Das Wasser ist angenehm warm. Also ist ja auch nicht tief da vorne. Man muss da mindestens 20, 30 Meter reingehen, um mal Wasser an die Knie zu bekommen. Ja, ansonsten ist Hinhocken angesagt, Körper spüren lassen. Ja, das war's dann. Juni 2024, das erste Mal in der Ostsee gewesen. War schön, richtig schön erfrischend. Aber vor einigen Tagen warst du im Salzkammergut baden. Ja, aber das ist nicht Ostsee oder Meer. Stimmt. Ja, ist angenehm hier, ne? Ja. Nicht so kalt. Ja, und hier ein bisschen weiter hinten ist auch windstill. Mhm. Angenehm. Ja. Eine Bewegung hier, du, das ist schon unglaublich. Ja, die werden bald Sommerferien haben. Das ist möglich, ja. Ja. Auch. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Röhrbar. Wir waren ja schön baden, kurze Rast gemacht. Der evangelische Friedhof steht hier auf Polnisch auf dem Schild. Latein. Ja. Haben wir einen Lateinlehrer unter uns, Otti? Haben wir nicht. Na gut. Du Otti, hier gibt es Blaubeersträucher wie im Salzkammergut, das Bärlauchkraut, ja? Unglaublich. Müssen wir wohl noch mal im Sommer wiederkommen. Blaubeeren, Blaubeeren, Blaubeeren. Überall Blaubeeren. Und wieder zurück in Röhrbar. Thank you.
Fazit, Otti? Ja, war ein gelungener Ausflug heute, wa? Stimmt, sehe ich auch so. Schöne Kilometer auch geschrubbt. War nicht zu heiß. Ja. Angenehm von der Temperatur her. Ja, und baden war natürlich auch okay, ne? Ostsee ist so schön warm gewesen, weil das Wasser da auch ziemlich flach war. Ne? Ja, aber war schon erfrischend. Ja, gut, schön, ja. Keine Badewanne. Nee, auf keinen Fall. Wir sind ja hier nicht in der Karibik. Angekommen. Okay.